Deswegen, ja. Wir machen jetzt erstmal hier Spyro fertig. Im Sinne Oi, von... Hey, Bibi. Hi, krassen Typen. Hey, du krassen Duden. Was für ein Rockstar? Das ist Mango Orange. Was für ein Rockstar? Nee, Product Placement, by the way, sponsor me, Rockstar. Bin immer für sowas offen. Oh, Bibi, ich musste was zeigen. Ich hab noch genug Platz hier. Oh je. Hm, ich hab eine Zeichnerin commissioned, ne? Schon wieder? Okay. Ja, pass auf. Alex, oh, ich hab zu viel Geld. Was scharf ist, erkennt ganz. Warte. Du hast jetzt nicht irgendwie den Heart Attack Opa da gemacht, ne? Lol, bist du das im Somra Cosplay? Das sieht mega cool aus. Sieht mega geil aus, muss ich schon sagen. Mega. Das ist die Nestzeichnerin von Drake. Oh, wie geil. Super geil. Die macht das gerade mal für 22 Euro, also ich bitte dich. Also das wird... Jetzt das Line-Art oder kriegst du das noch koloriert? Das krieg ich auch noch koloriert. Und dann für 22 Euro. Das sind mal humane Preise. Das ist ein richtiges Schnäppchen. Die macht auch, das ist jetzt nur Half-Body, aber wenn du Ganzkörper machst, dann verlangt sie halt $50, aber das ist ein Legit, muss ich sagen. Ist auch noch okay. Also ich sehe schon Leute, wo irgendwie an die 100 plus verlangen, wo ich dann schon so denk so, ja, Kunst, Hip oder Hop, aber das ist Ausbeutung. Ja, es gibt, weißt du, ich kann das ja verstehen, wenn ein Zeichner wirklich so ein bisschen mehr Geld verlangen. Weil ich denke mir so, erstens, die müssen auch von was leben. Zweitens, du musst mal bedenken, die machen das ja nicht nur zum Spaß. Das ist einerseits anstrengend, das ist sehr viel Arbeit und die stecken da echt viel Zeit rein. Ja, klar. So, und ich finde, das sollte man ein bisschen appreciaten. Und den Leuten, die immer sagen so, was, warum machst du das nicht für umsonst oder nur für einen Euro oder so, den will ich am liebsten in die Fresse schlagen. Nee, für einen Euro, das ist unrealistisch. Aber manche Zeichner haben echt abstruse Preise. Also, ja. Das ist wirklich dann schon nicht mehr witzig. Willst du einen Zaubertrick sehen? Yes. Meine Zeichnerin Ishmi, die ich ja sehr häufig commission, die macht bei mir immer Discounts. Ich sag ja immer, Ishmi, lass das sein. Ich geb dir das Geld, was du sonst verlangst. Brauchst das Geld jetzt. Also sie macht bei mir immer die Textkosten immer weg. Da sag ich immer, wie viel kostet das normalerweise? Ja, eigentlich so und so viel. Was ist dein... Alex, hast du wieder den kompletten Preis bezahlt? Ja. 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 Nein. Of course. Oder wo ich meine ganzen Emotes bezahlt habe für diese ganzen Avatare, ne? Hm. Eigentlich hätte das 140 gezahlt mit alten Sachen, sie wollte von mir aber nur 110 haben. Und dann ging es auch wieder los. Hast du schon wieder alles gezahlt? Da schicke ich immer nur so ein Cat-Smiley. Das erinnert mich ein bisschen an Sabrina, weil ich sie auch mal für eine Commission gefragt habe. Und hier, sie ist eine der wenigen, die ich noch bei Patreon habe. Und sie hat gesagt, dafür, dass ich sie bei Patreon habe, bekomme ich einen gewissen Prozentsatz eben halt Rabatt, weil ich sie supporte. Und ich finde, das wiederum ist ein bisschen was anderes. Ich meine, klar, man supportet den anderen ja trotzdem, aber man bekommt Rabatt, obwohl man eigentlich trotzdem supportet. Das ist irgendwie, jetzt habe ich mich verwirrt. Ja, irgendwo ist das, ne? Ja, aber ich denke, es ist eine Frage der Höflichkeit ihrerseits, dass man da, du musst nicht so viel bezahlen und so. Ja, gut. Gut, ich meine, das eine mache ich freiwillig und das andere denke ich mir so, yo. I want stuff. I want stuff. Diese ganze Magie ist nur ihre Führung, weißt du? Deshalb starte ich. Übrigens, Leute, Ray Robotnik macht richtig geile Commissions. Also, Entschuldigung. Ich erinnere mich daran, ich hatte eine Zeichnerin, die habe ich mit Team Fortress 2 Keys bezahlt, weil sie da noch Bock hatte. Oh, lol, das finde ich cool. Das ist nice. Ich finde es gerade viel interessanter, dass mein gesamter Chat sich nur um Rockstar Energy Drinks dreht. Doch mal was Neues. Wenn ich ein bisschen was für auch abbekommen würde, würde ich nicht. Okay. Oder was? Ah ja, Booster, das trinkt hier nicht immer. Die sind für günstigere, sag ich mal, hier Energy trinken die ganz okay. Ja, ich bleib dabei, ich mag am liebsten Monster, wenn schon. Ich trinke Rockstar. Bei mir variiert sich das immer. Mal habe ich eher Bock auf Rockstar, mal habe ich mehr Bock auf Monster. Das ist, worauf ich gerade eher Lust habe. Ein Rockmonster. Ein Rockmonster.
Ein Steinmonster. Weiß nicht, ich glaube, es gibt nur ganz wenige von Rockstar, die ich mag. Ich glaube, einmal der mit dieser. Es ist einmal diese leere, diese lila Packung mit Guarana und Beere oder sowas, keine Ahnung. Uganda Nuggets. Und die orangene Dose da mit. Ich hab momentan die mit Mango und Passionsfrucht, die ist ziemlich nice. Es gibt auch Killer Mandarin, die ist ziemlich nice. Killer Mandarin! Es gibt auch Killer Ginger, was ich irgendwo schon fast ein bisschen racist finde. It's a Killer Ginger. Spyro, wusstest du, dass ich ein talentierter Amateurmagier bin? Was? Ich finde die Illyan Exurance recht gut. Das sagt mir gar nichts. Ich auch nicht. Und 28 Black sagt mir auch nichts. Wie, ich schick dir jetzt mal kurz die Seite von der Zeichnerin. Kannst du mal ihre Preise angucken, weil die sind echt human. Nicht nur die Brücke wird hier lang, Geldsack. Okay, gut. Oh, süß, das Face. Ja, ja, ne? Smug Face. Ja. Ja, was ist die das? Die ist auch echt ein Cutie Pie, die habe ich ja auch auf Discord geschrieben, ziemlich häufig miteinander. Und die ist echt ein unglaubliches Sahnestück. Sahnestück. Oh, sie macht auch Twitchy-Modes. Mhm. Oh, tell me more. Ah, ne, ich bin ja nicht mal Partner, so fuck it. Also, ich habe sie sogar schon für mein zweites Emote schon angefordert. Oh, doch. Merk dir das mal vor. Also kannst du ja schon mal sagen, sollte irgendwann ein Weihnachtswunder geschehen und ich werde Twitch-Partner, dann komm ich auch zu ihr. 10 Euro pro Emote oder wie sieht das aus? Ja. Mehr als legit. Das ist auch bei Ishmi so, bei der ich mein Board gemacht habe. Die hat das auch für 10 Euro gemacht, wobei ich ihr 40 gezahlt habe. Boah, Alex. Hashtag Trinkgeld. Hashtag Geld kann man nicht trinken. Ja, vor allen Dingen, die Kleine ist schon sowieso überfordert ohne Ende und hat viel zu viele Commission und sie schafft es jedes Mal irgendwie beide dazu zu quetschen. Obwohl ich jetzt sage, Kind, um Gottes Willen, lass dir die Zeit, wann immer du Bock drauf hast. Die so, okay, entschuldige, dass ich so lange gebraucht habe. Ich will. Ich will. Savardo. Ja, Alex, du wolltest auch streamen, ne? Ja, aber bei Team Fortress, what the fuck? Erstmal Team Fortress. Bei Overwatch schon nicht mehr. Achso, du willst erst bei Overwatch mitmachen. Ja, ja. Bei Overwatch werde ich dann mein Twitch anschmeißen, aber jetzt wollte ich einfach nur in aller Ruhe ein bisschen Final Fantasy spielen. Na nie. Oh, die Rutschphysics wurden ein bisschen angepasst. Sind nicht mehr so AIDS wie damals. Ach ja, Bibi, ich hab das echt vor, so zu machen, ne? Mein nächstes Emote, wie ich dir erzählt habe. Ja. Ey, wenn das der Fall ist, sieht bestimmt voll geil aus. Was? Ich hätte nicht mal eine Ahnung, was ich für Emotes noch machen sollte, wenn denn. Ich hab die Idee gehabt für Alex Trigger. Das ist einfach Alex mit einer Kettensäge, der kommt mit dem Eskalierendes. The Barf. Okay, cool. Reicht schon, dass wir Alex Borg haben. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie war denn das jetzt hier? Das Level war ein bisschen wonky an manchen Stellen. Gab's ein Yeti-Level? Echt? Guten Abend, Spyro. Der erstaunliche Randini wird gleich seine Finger fertig. Es hat denn übrigens so krass viel heute Morgen geregnet, als ich von der Arbeit rausging. Ich habe mir einfach eine Verpackungsfolie aus der Firma mitgenommen. Und hab das als Regenschirm benutzt. Das sind eigentlich diese riesengroßen Folien, die man benutzt, um Scheiben einzupacken. Und ich hab da raus und gesagt, Peter, kann ich vielleicht so eine Folie haben? Ja klar, nimm mit. Ich fürchte meine Zauberschau. Da rannte ich rum wie so ein großer Mülltütenmann, aber war mir egal. Es war 6 Uhr morgens, da interessiert es keinen, wie du rumläufst. Emora, natürlich, ich hasse dich jetzt, weil du Overwatch nicht magst. Natürlich. I hate you. Scheiß Team Fortress, Kind. Stimmt, ich darf die nicht haben. Heute ist Samstag. Hey, heute ist Kaktus-Lotterie. Ja, ich muss heute Abend noch. Du, 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 du.
wie die packen ein neues Gold Saucer Minigame rein, ne? Okay. Oh. Erinnerst du dich noch, wo wir im Phantasialand waren mit Hotel, nicht Hotel, mit der Schokoladenfabrik? Ja, I guess. Wo wir diese ganzen Mäuse abgeschossen haben in der Küche. Darf ich mal anmerken, die Kamera ist echt beschissen für dieses Minigame. In anderen Worten, das Minigame, das neue, ist einfach ein Shooting-Spiel. Ballerst einfach Sachen ab. Oh, Ballern. Endlich was, wo ich Gold Saucer Points grinden kann, was nicht nervt. Mein Gott. Das Schlimme ist, ich habe jetzt mittlerweile den Punkt erreicht, wo ich mir denke, so, was soll ich mit Gold Saucer Points? Es gibt irgendwie nichts mehr wirklich, was ich haben will. Du kannst jetzt einen großen Kaktor als Mount kriegen. Was soll ich mit dem Warum soll ich mir meinen Arsch auf den Kaktor setzen? Ich will einen Kaktor. Weil du es geil findest. Die Kamera ist beschissen hier für dieses Minispiel, ey. Kaktor. Wo ich überhaupt nicht sehen kann, wo was ist. Oh, und Bibi, die haben gestern gezeigt, wie der Blue Mage funktioniert. Ach echt? Ja. Sind jetzt endlich neue Infos draußen? Ja, der Lifeletter ist gestern rausgekommen. Er schmeißt okay. Mit Fisch. Oh fuck. Tell me more, please. Du kannst tatsächlich mit dem Blaumagier das so einstellen, dass er eine Angel rausholt und den Gegner mit dem Fisch bewirft. My time has come. How much is the fish? The time has come and so have I. Shadow hat endlich seine neue Main-Klasse. Boah, Mann! Ey, die Kamera ist richtig scheiße für dieses Minispiel, ey. Du weißt schon, dass der Blaubarg ja nicht als Raid-Charakter, Raid-Klasse benutzt wird. Macht nix. Also, was wird er denn jetzt benutzt? Weil du meintest, man kann mit... Man weiß nicht, was es damit aus sich hat, aber er wird auf jeden Fall kein Current Content bringen werden. Oh. Ich will aber... Okay, zweite Frage. Wenn er quasi rauskommt und er ist ja nicht für so Hauptstory und so, wird es dann einen zweiten Charakter geben, der für die Hauptstory rauskommt? Das weiß ich nicht. Es wird auf jeden Fall, nicht jeden Fall, aber sehr hochwahrscheinlich Gunblade-Ding werden. Oh, geil. Wird er denn Tank? Das wissen wir ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, ob wir noch einen Tank brauchen, aber... Was? DPS wäre mal klasse. Ja, noch ein DPS. Wir haben ja eigentlich nur ein Red Match gekriegt letztes Mal. Ja, wir brauchen unbedingt noch mehr DPS-Klassen. Noch mehr Leute, die ihren Job scheiße machen. Und es ist halt wie üblich das Gemunkel groß, dass halt Tänzer-Ding sein wird. Also was Tänze ich gehört habe, ist, dass das Gunblade wirklich ein Tank-Klasse sein soll. Hi Andy! Wir sind ja schon. Und... Hey Stinky! Hey Stinky! Oh, wow! Oh mein Gott, er hat das... Er hat... Oh mein Gott. Dummes Scheiß-Minispiel, ey. Wie kann man nur so eine verkackte Kamera programmieren, ey? Es siehst nichts, weil der Yeti die Hälfte des Bildschirms einnimmt. Shadow, du musst doch einfach nur dran denken. Wenn irgendwer in meinem Haus ist, bitte klatschen und alles, was du hörst. Dedede. Entschuldigung, kennst du denn unser geheimes Klopfzeichen? Natürlich. Sparks, what is wrong with you? Wieso? Hat mein Schiffcomputer gerade wirklich einen Typen beleidigt und seine Mutter gedisst? Wieso will... Hä? Mibi? Entschuldigung. Mibi? Ja? Warum beleidigt mein Schiff die Mütter von Waffenhändlern? Ach, du meinst jetzt hier Orbis? Ich habe ihm nichts beigebracht, so mit Waffenhändlern zu reden. Nee, das Problem ist, er, sein Schiff war ja eigentlich ursprünglich abgestürzt und sein Computer, sein Core, der hat momentan ein paar Macken und da müssen ein paar Teile erst ausgetauscht werden. Und ich habe ihm trotzdem nicht das Fluchen beigebracht. Sicher? Ja. Nee, das hat er sich quasi selber beigebracht. Toll. Motherfucker! Weißt du, zu doof zum Kacken das Ding, aber für 11 Duchen. Ja. Alter, hab ich ihn zerballert, Mann. Wie das Flugzeug in der Luft sich einfach umgedreht hat. Da hat das große Schiff sich einfach umgekehrt. Ja.
Vivi, erinnerst du dich noch, wie in Heavensward einer der letzten Patch war, dass du, wenn du alle Birds hast, du einen Phönix kriegst? Ja. Wir haben jetzt veröffentlicht, was passiert, wenn du alle Hunde hast. Du kriegst einen Megahund. Du kriegst einen fucking Amaterasu. Nee! Nee! Ohne Scheiß jetzt? Ja. Du kriegst einen Tiramisu. Geil. Mit Schnitzel. Der ist viel zu schnell, what the fuck? Boah, Youngling geh kacken! Youngling geh kacken! Lingling geht kacken. Hä? Was? Lingling geht kacken. Ich kann einfach kurz in Discord reinwerfen, weil da haben sie ja auch die ganzen Blaubagier-Sachen reingeparkt. Die haben gleich einfach alles schon wieder gezeigt. Apropos Shadow, da sie die Sans-Memes so gerne magst, ne? Ja? Kennst du den hier schon? Judgment Hall, ich sehe einfach nur Frisk drin. Ich kann gerade leider nicht gucken, deswegen. Ist 18 Sekunden lang, also. Was? Muss gerade erstmal wieder wissen, wo hier der Schlüssel war. Siehst du das gerade, Vivi? Ich musste gerade Youngling verprügeln, warte. Youngling verprügeln? Mein Kind verprügeln, ist richtig. Aha. Warte, was? Was meinst du denn? Das, was ich gerade reingepostet habe. Ach, das Video? Über Eddie, ja. Da wird unter anderem der Blaumann hier vorgestellt. Der Blaumann. Der Sans-Magier. Der Sans-Magier. Was ist das? Sieht geil aus, ne? Ja, aber was bringt dir eine Klasse, mit der du nicht Multiplayer spielen kannst? Das wissen wir eben noch nicht, was sie damit geplant haben. Wahrscheinlich ein Fun-Charakter. Alter, mich interessiert gerade viel mehr der Amaterasu, Alter. Das war so klar. Alter, ich muss. Oh shit, es sieht schon echt geil aus, ne? Shit, da komme ich jetzt so nicht hoch, ne? Nee. So tja, wie es aussieht, müssen wir jetzt anfangen, X-Primals zu lernen. Dafür müsste ich erstmal wieder anfangen, auf der Final Fantasy zu spielen. Ich meine, ich wäre gerne da. Du weißt, dass ich dir jederzeit helfen würde. Ich weiß, ich muss mich nur ein bisschen selbst motivieren. Aber Terrasso. Aber Terrasso. Tiramisu. Nee, also Musse grundsätzlich, Schokolade. Weil. Ach, es ist so, weiß nicht. Ich finde das schön, dass Young Link gekackten schon direkt Zitate gepostet wurde. Weißt du, ich sammle 24/7 nur Scheiß, aber sowas schreibt ihr auf. Ja. Wir doch nicht. Wie? Ja, das ist halt die Kurzcomedy. Einfach so kurz, dieses aus dem Nichts Young Link gekackten. Ja, ist genauso wie die, wo ich da so gesagt habe zur Folge. Ach, dieser Kack. Aber. Ja, der ist von Zugzui. Oder ja, ich wusste noch nicht mal, dass das Zugzui war. Ich hab's einfach selber irgendwann mal gesagt. Aber Vivi. Das ist ein blöder Gedanke. Ich kann dich ein bisschen aufmuntern. Der Blaumagier kommt noch vor Shadowbringer raus. Hi. Ja, gut, aber wenn. Das Ding ist, wenn ich ihn nicht irgendwie in der Story benutzen kann, dann ist es bisher. Weiß nicht. Ja, warum? Ist doch scheißegal. Wenn du. Hauptsache, er ist irgendwie witzig. Ja, aber. Wenn sie ihn denn so richtig schön funky machen? Ich würde einfach nur gerne die Begründung für seine Existenz wissen. Das klingt so böse, aber ich meine das gar nicht so böse. Warum existierst du? Sorry, also mir ist es scheißegal, er kämpft mit fucking Fish. My time has come and so. Nee, the time has come and so have I. So ja, einfach ist das. Kann er so Delfinschlag oder beschwört er wirklich Delfine, die den Gegner rammen oder was? Wortwörtlich mit Fish, den du geangelt hast. Ach so. So wie ich das verstanden habe, ich habe mir den Live-Hitter nämlich genau angeguckt. Ich guck mir jetzt mal das von Handy an. Ich finde es gut. Judgment Hall? Okay, ich glaube, das kenne ich sogar. Das ist aber irgendwie cool gemacht. Din-din-din-din! Genau, das kenne ich. Oh, wie man mittlerweile alles in diesen Sans-Sound macht, quasi.
Naja, es sind einfach nur drei Noten, die du abspielst. So. Wieso habe ich jemanden auf sieben, der Schaschlik-Menü Nummer 7 heißt? Ja, aber unser Discord ist unten in der Beschreibung. Also, ja, einfach draufklicken. Was? Beschreibung? Was ist das? Kenne ich nicht. Ach ja, stimmt. Erklär mal. Noch ein klar kann ich das auch in den leckeren. Ich schmeiß es in die Memes. Hoffentlich bist du hier ist das Rätsel. Ist drin. Ich hab keinen Deckel, weder Schloss noch Scharnier, doch bin ich ein Gefäß und ein Schatz ist. Toll, jetzt habe ich so drin. Was bin ich? Was und hab ich auch die letzten Tage gehabt? Ich hab leichten Vitamin C-Mangel gehabt die Tage, also habe ich mir OSC geholt und irgendwie habe ich gerade ein bisschen zu viel davon getrunken. Ja gut, zu viel Säure ist auch nicht gut. Nein, natürlich nicht. Sonst kommt Sans und bolzt dich um. Der macht einfach nur Badabam-bam. Badabam-bam. Oh nee. Okay, sind ein bisschen stärker. Memes. Oh, die Chorknaben, Alter. Ja, oh Mann, ich versuche hier gerade diesen einen Kackkampf zu schaffen, der so schwer ist. Welchen? Da, den da mit für die Rayman-Figur am Anfang mit Sonic da, mit diesen komischen. Was sind die Bedingungen? Das habe ich auch schon gemacht. Das habe ich sogar heute auf Nachtschicht gespielt, genau das. Warte mal, ich guck gleich, ich muss kurz nur mein Kochlamm ausrüsten. Gruppe. Geister. Alex, hast du eigentlich das Video gesehen, was ich dir geschickt habe? Wo ich den tollen Bosskampf einfach komplett auseinandergenommen habe. Ich glaube, das letzte PM-Nachricht, die ich dir geschickt habe. Warte mal. Da hatte ich dir ein Video geschickt von mir, wo ich diesen Bosskampf, an dem du so extrem lange hangst, einfach zerstört habe. Destroy. Ich hab den immer noch nicht geschafft, nur so by the way. Wie gesagt, sobald du dieses Poison Heals hast, ist es so easy. Ach ja, easy Boss. Also so Caps. Easy Boss Fight. Easy Bus. Blixbus. Nussbus. Nutbot. Soße. Ich brauche das zwei. Au. Weißt du, Bibi, ich frag mich gerade, warum unser Mönch in Hauke keinen Schaden macht. Ich hab gerade sein Gear nur zufällig überprüft, ich meine. Er ist up to date mit dem Gear. Das ist Level 31. 31er Crafter! Wow. Ja Mensch, dein Level ist richtig, aber ist die falsche Klasse, Dipshit. You did it wrong. The wrong class. Okay, ich glaube, jetzt könnte ich eventuell gegen ankommen. Ich habe jetzt mein Ding so weit hochgelevelt, dass ich jetzt einen Wert von 8900 hab. So hat diesen Fall. Ganz ehrlich, die Stärke ist manchmal absolut scheißegal. Solange du im Vorteil bist mit den Geistern, plus wenn die du bestimmt. Dingern. So plus wenn du bestimmte, sobald du bestimmte Subgeister hast, die absolut OP sind, wie zum Beispiel einfach konstante Heilung oder solche Geschichten. Oh, ich wünschte, ich hätte sowas. Also es gibt so welche, die brauchen zwei Subslots, die heilen dich irgendwie alle 5 Sekunden um 3%. Und dann gibt's noch irgendwie, das Einzige, was ich habe, ist Celebi, ist aber ein legendärer. Also den habe ich eben auf ein Geisterbrett geschossen. Nice. Und der hält dich alle 5 Sekunden um 5%. Alter! Das ist absolut übermächtig. Absolut OP. Ja, sammel's bloß nicht auf. Ich meine. Oder Bibi, wenn du den wirklich den ganzen, fast den ganzen Modus cheesen willst.
Gibt es so bestimmte Geister, so wie den Eisbär aus Ice Climbers? Den kannst du dir wenn du so ein paar Geister zusammen fusionierst, um neue Geister zu kriegen, bekommen. Ziemlich früh. Der gibt dir einfach super Armor bis 100% und du machst einfach übelst viel Schaden. Ja, läuft. Der einzige Drawback ist, dass du extrem langsam bist. Ich hasse diesen Kampf, Leute. Mispy. Nee, das ist dieser eine. Warte. Ach schön, hier ist ein Checkpoint. Ach Mensch. Das ist dieser eine Kampf am Anfang da mit Sonic und diesem komischen Begleiter da. Rayman? Ja. Ich hab den gestern Nacht gemacht. Das ist so ätzend. Also am Anfang habe ich einfach nur auf die Fresse bekommen, weil da hatte ich einfach nur einen richtig beschissenen Wert. Dann habe ich dann halt jetzt meinen. Also ich habe gemerkt, jetzt mit besseren Helfern, wenn das ein gutes, besseres Level ist, dann geht das auch recht gut. Aber Alter! Das ist diese Kaiserin. Ach, ist das diese mit dieser rosanden Assist-Trophy, die konstant da rumrennt? Oh, die ist so kacke. Oh, die ist so kacke. Ich hab damals Glück gehabt, weil warum auch immer der Computer hatte für einen Moment Brain AFK, warum auch immer. Und ich habe das zufälligerweise ganz schnell geschafft. Und dann fallen die einfach runter, ja. Behindert teilweise. Weißt du, verballert erst seinen Sprung. Dann steht er da und fällt einfach runter. Und ich denke mir, what? Okay, danke. Das ist genauso wie diese scheiß Glurak im Feuerpalast, ey. Ja, ich hab schon so häufig so Videos gesehen, wo einfach so wirklich diese legendären Geister, also die, wo du wirklich Probleme gegen haben solltest. Manchmal echt einfach wirklich absolut Brain AFK sind, ihre Up-B machen und dann einfach so hin und her wiggeln, während sie in den Abgrund stürzen. Weil sie irgendwie nicht berechnen können, oh, will ich da jetzt hin? Nee, will ich da jetzt hin? Nee, will ich da jetzt hin? Dann sind sie schon tot. Wieso hat er jetzt das Ding? Ich hasse mein Leben. What the fuck? Also Vivi, wenn du den Kampf wirklich gut schaffen willst. Ja! Stirb du doch mit Twitch! Okay. Hast du ihn? Okay, ich hacken, Young Link. Ey, ich hab nur noch 4 HP gehabt. Holy shit. Weil sonst hätte ich gesagt, such erstmal nach einem Assist-Killer. Subgeist. So, jetzt machen wir es für ganz Retardete. So. Was war das denn für eine Scheiße? Ich stehe genau davor, der schießt drüber. Ja, ist wie beim Fußball. Ja, stimmt, da ist auch jeder zu blöd zum Kacken. 2 Meter vorm Tor, was machen sie erstmal? Ja, erstmal schön in die Luft damit. Erstmal schön in die Zuschauer. Das ist Vivi und sie spielt Smash. Smash. Smashing. Smash. So, wieder für ganz Retardete. Apropos, Smash 4 war ja. Das hier. Ist denn jetzt ist dann Ultimate jetzt das hier? Nee, aber Andy, wie war das gerade? Du wolltest hier Rayman für Smash. Ja, also ich habe auf Twitter ja meine 4, die ich gerne noch als DLC-Kämpfer sehen würde, reingeschmissen. Weil ich sag mal so, nicht mal Ubisoft interessiert sich mehr für Rayman, also. Das Lustige ist, die 3 von diesen Charakteren, mit denen bin ich noch nicht mal irgendwie aufgewachsen oder so. Ich möchte die einfach nur wirklich in Smash haben, so als Kämpfer, weil ich mir denke, dass die ein interessantes Moveset haben könnten, was andere noch nicht haben. Nein. So, Spyro wäre halt voll interessant. So mit dem ganzen Chargen, Feuerspucken, Fliegen und solchen Geschichten. Rayman sowieso einfach. Ich muss sagen, ich habe leider nie das Vergnügen gehabt, mit einem Rayman-Spiel aufzuwachsen. Ich hätte es so gerne, weil die sahen immer extrem lustig aus. Die damaligen Rayman-Spiele waren auch gut, aber jetzt mittlerweile haben sie es ja geschafft, ihn zu einem Vollidioten zu demontieren. Also das Einzige, ich bin ganz ehrlich, ich mag die Rayman-Jump-Runs nicht, die sie momentan raushauen. Ich auch nicht.
Ich mag dir, das vom Artstyle her ist es schön und witzig, aber Raymond sieht für mich einfach aus, als hätte er einen konstanten Hirnschaden. Ja, also wo ich mir denke, so, ja Mensch, das ist ein schöner Held. Ich möchte gern wieder den aus, wie hieß dieses Kampfspiel? Dieses Rayman M. Ich glaube Rayman M. Das habe ich damals als einziges Rayman-Spiel gespielt und ich habe das so gesuchtet. Ja, same. Weil es einfach Spaß gemacht hat. Mhm. Aber guck mal, Sparks, du Hillbilly. Ja, dann halt noch ein Neku einfach als persönlicher Wunsch. Plus er ist jetzt auf zwei Nintendo-Konsolen vertreten, also, ne? Ja, also so ein bisschen muss das mal scheppern in der Hose. Plus so ein anderer Square Enix-Vertreter wäre ja gar nicht mal schlecht. Ja, doch. Aber Mom, nee, Squall hier. Wir haben aber schon Cloud. Oh, ihr könnt froh sein, dass ihr überhaupt was mögen dürft. Fucking Flaps. Wir machen weiter Final Fantasy VII Remake. Natürlich. Kommt dann irgendwann 2025 raus, oder was? Ja, wahrscheinlich. Das ist genau dieselbe Story wie Final Fantasy 15. Das braucht so ewig und man sieht nichts davon. Und es wird gesagt, ja, wir machen das die ganze Zeit. Ich sag dir, was die machen. Die machen da einen scheiß Job draus und dann mag's später keiner. Wenn ein Drache in 12 Jahren ein Ei legen kann, wie lange brauchen dann 100 Drachen für 100 Eier? Why would I take that? Ja, es war Rayman M. Also, ich weiß nicht, ob es auch Rayman Arena hieß, aber... Viel Glück beim Luftkick. Das war lustig. Da will ich einfach nur Shantae, weil ich kann mir vorstellen, dass man aus Shantae ein schönes Moveset machen kann. Absolut. Ja. Ja, doch. Mit ihren Transformationen als Special Moves und generell mit ihren Haaren und Tanzmoves als normale Angriffsattacke. Also muss ich es ein bisschen gerade als wie Fitz-Charakter vorstellen, nur mit nur Haaren. Orientalischer, ja. Ja. Es ist ganz schlimm, aber ich feiere die Wii Fit Trainerin. What the fuck is going on? Immer wenn ich gegen sie kämpfen muss, bin ich immer irgendwie insgeheim glücklich, weil sie einfach so extrem lustig ist. Oh Gott, man ist noch langsamer als damals. Ja, oh Gott, es ist noch langsamer als damals. Du musst nur den Turbo-Modus machen. Nee, es war damals schon arschlangsam. Hey, Nap-Nap. Snake ist auch ein Spirit, ist trotzdem playable Character. Ich sag nur, also dass die Leute Spirit sind, hat absolut keinen Einfluss darauf, ob sie jemals spielbare Charaktere sind oder nicht. Es könnte immer noch Waluigi werden. Ich hab mittlerweile, ganz ehrlich, es gibt so viele Leute, die darauf noch hoffen, dass einfach der letzte Final DLC Character einfach Waluigi wird, der dann die Helfer-Trophäe löscht. Ja, also ganz ehrlich, ich weiß, es ist nur ein Videospielcharakter, aber ich würde zwar Luigi wünschen, dass er endlich mal in Smash kommt. Ja, Snake hat, glaube ich, weiß ich nicht, 4 Spirits oder so? Also halt einmal... Er hat einige. Ja, also als Big Boss, dann was nicht alles, also... Snake halt. Ich kenne mich nicht mit Metal Gear aus, aber Snake hat so viele Spirits. Ja, Big Boss hatte, er hat wortwörtlich Metal Gear Big hatte. Boss. Er ja, hat Ocelot, soweit ich weiß. Plus jeder Kämpfer kriegt nochmal einen extra Geist, der dann reingebaut wird. Heißt also, nur weil, weil Snake drin ist, als Spirit, den man einfach nur so kriegen kann, der hat ja trotzdem immer noch seinen eigenen Geist. Okay, damals war das hier super schwer. Es ist zwar immer noch super langsam und absolut uninteressant, aber damals war es schlimmer. Na Shadow, weißt du, dass du mit R1 und L1 seitlich auswählst? Ja, wow. Cool. Ist das weißt du, hier ist auf einmal die KI so kerndämlich, dass ich die nicht mal dazu beauftragen würde, sich ein Brötchen zu holen. Weißt du, gerade eben haben sie dich die Instant gesnappt, wo du aus dem Start rauskamst und jetzt kommen sie nicht selber raus. Komm raus, du kannst nicht gewinnen! Kannst du bitte aufhören zu dodgen, oh mein Gott! Weil laut meiner Meinung finde ich es ganz gut, was sie schon mit dem ersten DLC-Charakter gemacht haben. Ich möchte mehr Vertretung von anderen Franchises. Ich möchte nicht mehr, dass sie noch ein Mario-Charakter, noch ein Fire Emblem-Charakter oder sonst irgendwas reinmachen. Ich möchte neue Serien sehen. Ja, mal ein bisschen was anderes auch mal. Das Scheinwerferlicht mal ein bisschen verteilen.
Mhm. Also, seien wir mal ehrlich, wir brauchen nicht noch mehr fucking Fire Emblem Characters. Ich find's ja lustig, dass Fire Emblem-Charaktere halt am meisten verhasst werden, obwohl es mehr Mario-Charaktere und mehr Pokémon-Charaktere in Smash gibt als Fire Emblem-Charaktere. Ja, Pokémons, da könnte ich auch auf so ein paar verzichten, besonders auf Pichu. Pokéball. Ich finde Pichu ist toll. Ich hab keinen Deckel. Gut, Pichu haben sie jetzt reingebracht, einfach weil jeder Charakter drin sein muss. Das ist aber auch Mario und Dr. Mario. Dr. Mario, and I am saving lives. Hey. Ja, Joker zum Beispiel finde ich eine richtig geile Idee. Also ja. Da muss ich auch sagen, Props, weil das ist, da können sie gut was draus machen. Von dem ist aber noch kein Gameplay bekannt, ne? Nur der Trailer halt. Und ja, der war auch mehr so Anime-like. Genügt schon. Also ich denke mal, da kann man kreativ werden mit dem. Also ich denke mal, mit den ganzen Special Moves wird er irgendwas mit seinen Personas machen und seine normalen Angriffe werden dann irgendwas mit Knarre oder dem Dolch werden. Ja, wahrscheinlich wird er den anderen einfach erschießen. Ich frag mich, ob sie, weil Persona ist ja eigentlich so in seinem Spiel der Wildcard-Charakter, der halt jede Persona ausrüsten darf. Aber ja, er hat trotzdem so ein paar feste Personas. Ja, später, ja. Sein Standard-Persona am Anfang ist halt Arsene. Das ist halt dieser. Ich hab die ganze Zeit so Persona verstanden. Das ist unmöglich. Ich kann nicht bremsen. What the fuck? Oh, stirb! Springen, Shadow, springen! Ich kann nicht springen! Andy, weißt du, was ganz schlimm ist? Am Anfang mochte ich die Musik nicht von Ultimate, ne? Aber jetzt kriege ich sie nicht mehr aus dem Kopf. Die wurde ach, extra, hier Lifeline oder da, was? Da! Ja, nenn ich nicht. Du weißt schon, dass du deine Playlist ändern kannst, dass du in allen Menüs die eigene Musik, die du auswählst. Also. Die eigene? Ja, also jede Musik, die du freigeschaltet hast, kannst du in eine Playlist packen, die dann halt in den Menüs abgespielt wird. Ich habe fast nur Splatoon-Musik am Laufen. You're kid now! You're a squid now! Lukas! Oh mein Gott, geil! Wie Eskalation! Ja, danke für die Bits und moin moin natürlich. Lukas war in Smash einer meiner Mains. Ja, das Problem ist nur, dass du ihn da kriegst, wenn du noch nicht wirklich viele Psi-Abgeister kriegst. Ja, es ist ein bisschen schwierig. Aber Lukas ist eigentlich machbar. Es ist so piss einfach, ne? Aber so fucking. Die letzte Kurve! Geil. PK Thunder! PK Fuck! PK Free! PK Free! Ich liebe Lukas! Ohne Witz! Ich wollte den mal so unbedingt meistern. Ich habe das teilweise geschafft und irgendwann habe ich dann meinen Fokus wie auf Lucario und Alt gesetzt. Ich dachte nur kontern. Lucario war auch immer richtig geil. Weil ich hab erst sehr spät gerafft, dass je mehr Schaden dann umso stärker wird und irgendwann so bei den Rückbissen wirklich so real shit is going up now. Und plötzlich alles so, the fuck, Alex, was machst du mit den Lucario? Ich hab keine Ahnung, was ist so 200%? Ich verprügel alle. Das Ding ist, danke mich halt. Wenn ich es überlege, ich glaube, damals so meine Mains in Brawl waren tatsächlich wirklich, also auf jeden Fall Pikachu, weil Pikachu war mein absoluter Main. So, dann Lucario, Kirby, Lucas halt und ich glaube noch, ja, Kirby auch so halb, ja. Wer kann nicht Kirby spielen? Ich. Was? Ich komme mit Kirby nicht zurecht, ohne Scheiß. Ich kam halt mit diesen ganzen Schwercharakteren nicht klar, wie zum Beispiel hier, zum Beispiel mit Ike konnte ich gar nicht. Der leichteste Charakter im ganzen Spiel. Ich kann mit ihm überhaupt nicht. Ich raste da richtig ab. Ike ist einfach nur, mach eine Jab-Kombo so und dann einen Smash-Attack und der Gegner stirbt. Alter. Das Ding ist, der Typ hat einfach unglaublich hohe Durchschlagskraft. Das heißt, selbst wenn er angegriffen wird, ignoriert er das teilweise. Du kannst einfach deinen Angriff weiter durchsetzen, obwohl das eigentlich deinen Angriff abblocken soll. So. Weil er einfach, du holst einfach aus mit deinem Schwert und uns. Du ignorierst einfach alles. Ike macht weiter. Ike ist toll. Ike ist main. Okay. Heuer! Nee, meine damalige Gesundheit. Glura kann ich ja nicht mehr main. Danke dafür, Nintendo. Und Dr. Ike Nagel, deine Mutti.
mein absoluter Main war halt damals wirklich, ja, Fox, Falco, Ike und Lucario. Das waren meine absoluten... Die Final Destination. No items. Und hab ich nur einen von denen gekriegt, dann warst du eigentlich schon zu Ende. Dann bist du vorbei. Alter, wer dachte, dass Spiegelsteuerung eine gute Idee ist? Ich. Ich hasse sowas. Spiegelsteuerung ist einfach... So. Spiegelsteuerung ist auf dem Kopf. Das ist so dumm. Oh, gibt's dafür nicht sogar Karten? Also wirklich Subs? Ja, es gibt Geister, die das ausschalten. Ja, ich habe nämlich eine gekriegt, die verhindert, dass die Kamera sich dreht oder so Bullshit. Deshalb, es ist sogar gar nicht mal so gut, nur den Story-Modus am Anfang zu spielen. Am besten sogar wirklich ein bisschen Geisterbrett zu spielen. Mhm. Richtig. Oh, ich bin so dumm. Wie kommt vor? Das haben wir einen Dauernbar. Ich höre wie ein Echo. Müde. Ich bin in mehreren Ebenen gleichzeitig, deswegen hörst du mich in Echo. Alex hat irgendwie gleich gesagt. Was? Wie? Ich hab Headset auf. Ja, aber ich höre dich doppelt. Also ich höre so ein leichtes Echo. Wie? Weiß es nicht, aber da ist er jetzt. Es ist scientifically nicht möglich. Scientifically. Gott, how long does this go on? Können wir Hohl für Smash haben? Ja, toll, ich stehe in der Ecke, guck böse und trinke Kaffee. Soll das sein, Rindley oder was? Ich bin der Grumpy Guy mit dem Kaffee. Wenn er leer ist, seid ihr alle tot. Dann hat er Ultra Smash. Ich höre das jetzt gerade, dass ihr mich jetzt nicht hört, was eigentlich nicht möglich ist, aber okay, Discord. Nein, das Ding ist, Oh, RIP. Nee, er ist gerade rausgegangen. Alex. Nein, ich meine ja, er ist gerade rausgegangen. RIP. RIP. So. Los. Alex ist tot. Alex, ist er da? Ja. Nee. Oh ja. Warum Dinge auch aufsammeln? Mann, Vivi, ich freue mich darauf, wenn wir online spielen können. Yes! Yes! Ich wollte warten, bis ich mein Nintendo Online aktiviere, auch wenn ich für ein Jahr hab, nach Weihnachten, weil dann haben die meisten Leute Smash. Ich habe schon online, also. Ja, same. Ich hab's mit gleich mit ins Spiel geholt, sodass du wurdest so, oh well. Ja, das habe ich jeweils gemacht. Kishiroto, ich habe Alternativen. Who needs Hentai Heaven? Just kidding, da war ein gutes Zeug drauf. In letzter Zeit nicht mehr. Fandest du? Ja, da war zu viel Raid. Ja, gut, ja. Ja, Leute. Aber die Klassiker waren da drauf. Ja. Das kannst du nicht verneinen. Da waren Klassiker. Die du sonst immer nur ziemlich beschissen gefunden hast. Oder mit englischen Stimmen, was irgendwo... Wo ich nie gedacht hätte, dass das mal der schlimme Start-Turn war. Was? Englische Stimmen gefunden? Hast du schon mal einen englisch synchronisierten Hentai gesehen? Alter. Ja, aber ganz selten, weil ich sie ja nicht da, aber... Aber, ne... Alter, believe me. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Just saying. Es gibt nichts Schlimmeres als... Es gibt zwei Sachen, die mich richtig abtören. Fahrstuhl... Deutsche oder englische Synchro in Hentais. Oder tatsächlich so eine... Kennt ihr diese Billigporn-Mucke? Oh, die manchmal läuft? Dieses Klavier und dieses Saxophon. Ja, genau, wo du dir denkst, so, wow, das klingt richtig scheiße. I can literally not fap to this. Okay, warte mal, das ist gerade... Musik ist hier fancy. Alter, wer dachte? Oh ja, geil, Spiegelsteuerung. Die Spieler werden es lieben. Nobody in the world. No one ever said this.
Except no one ever. Oh. Au! B. C. B. SpongeBob. Patrick. Das ist mir so scheißegal, ich prügel mich hier durch die Map. Bibi, das ist deine Antwort auf alles. Sinnlose Gewalt. Nee, das ist normalerweise deine Antwort. Nee, das ist eigentlich meine Antwort. Vielen Dank. Ja, okay. Ist gut. Okay, das ist Shadows Antwort. Es ist unser aller Antwort. Ich weiß nicht, was euer Problem ist, aber wenn ihr Aggressionsprobleme habt, ne? Wie ich kenne guten Therapeuten. Du machst mich wütend mit einem Therapeuten. Oh. Ich Overwatch und reiß so lange Ärsche auf, bis nichts mehr über ist. Ja, genau! Entschuldigung, das war jetzt nicht deswegen. Yes, Quabs. No Crabs. Es fuckt mich einfach so ab, dass im einen Moment die Spiegelsteuerung da ist und im nächsten nicht mehr, nur um nach ein paar Sekunden wieder aufzutauchen. Das ist... Ah! Ruhig, Blut. Alles wird okay. Ich will dich mal Smash spielen sehen, Alter. Dann bleib du mal ruhig. Alter, Hohl kann beide Joy-Cons in einen Finger nehmen, weißt du? Weißt du, wie das aussehen würde, wenn ich Smash spielen würde mit deiner Switch? Kaputt. Hast du schon mal 3000 Teile-Pastel in der Hand gehabt für 300 Euro? Kannst du ja gerne mir bezahlen. Ah, Moment, ich habe noch 2 Jahre Garantie drauf. Ich hau Hohl einfach eine neue. Ich glaube nicht, dass das eine hohe Garantie ist. Ja, was hast du mit der Konsole gemacht? Der Hund hat's zerkaut. Ja. Das ist, Vivi, ich glaube, gegen mutwillige Zerstörung, ich glaube, das geht nicht. Was ist, wenn man sagt, das war mein Freund, das war Vandalismus? Dann rufen sie, halt andere Leute. Dann fragen sie sich, sind sie so blöd oder warum haben sie das Ding in die Hand gegeben? Schön, meine Mische. Also Faustregel, mich sollte man nie in die Nähe von der Switch lassen, wenn ihr nicht gerade einen Pro-Controller dranhängen habt. Oder einen Controller, der tatsächlich für normal große Menschen gedacht ist. Oh, Isabel, was machst du denn jetzt hier? Broken sein? Pass auf, es ist der mächtigste Charakter in Smash Ultimate. Wieso werden es immer mehr? Oh mein Gott. Die Frage ist, warum nicht? Ich habe mir jetzt auch, by the way, mal angeguckt, was Isabelle mit diesem Glitch machen kann, sag ich mal. Ja. Das ist ja mal ultra retarded. Jede Assist-Trophy einfach endlos spawnen. Ich habe mir das angesehen, auf einmal 10 Knuckles und dann hast du nur noch Smash Bros. Featuring Knuckles and Knuckles and Knuckles and Knuckles. Ich finde das so gut. Ich habe so einen Tweet gesehen, wir beenden das Jahr genauso, wie wir es angefangen haben. Mit ganz vielen Knuckles. Oh nein. Ach, du hast den Knuckles und Knuckles und Knuckles und Knuckles wie gesehen. Dann einfach den VR-Chat Knuckles und den Smash Ultimate Glitch nebeneinander gezeigt. Knuckles and Knuckles and Knuckles. Knuckles and Knuckles and Knuckles? Ich glaube bei dir Knuckles. Bei dir Knuckles ja rot. Was? Das meine ich. Manchmal ist Fliegen, als würdest du in der Luft driften. Das ist total weird. Slowly drifting. Drifting away. Vom Kurs abgekommen. Was an sich meine, ihr verprügelt gerade ein kleines Bällchen. Hey, es hat angefangen. Die letzte Strecke war hier aber auch ein bisschen Cancer an einigen Stellen. Ich halte gleich euch einfach auf. Hey! Hab das. Ich freue mich schon darauf, wenn Vivi sich die Zähne an einem legendären Geist ausbeißt. Ich habe ja schon ein Problem gehabt bei einem Assgeist, weißt du? Ja. Bei einem Arschgeist. Das wird Folter. Oh, bitte sterb doch einfach! Nein! Geh kacken, Link! Das Glurak hat mich gedropkickt. Was? Klurak lernt Dropkick. It's very effective. Klurak geht Wrestling. Hat sich zu viel von Incineroar abgeguckt. Nee, weißt du, es ist von oben so runtergedived und hat einfach Kirby mit einem Fuß so in den Boden gedrückt. Alter, also. Gekurbstormt. Oh mein Gott, Vivi, da steht ein Lalafell neben dir. Die heißt Lisa Sunshine. Oh Gott. No. Ich schmelze so ein bisschen. Vivis zweiter Account. Nein, ich habe bereits 2 Accounts. Also 2 Charaktere, meine ich. Ich
habe sogar legitim zwei Accounts. Weil ich einmal behindert war, mein Einlog-Passwort vergessen habe und der Account basierte auf eine E-Mail, die ich gar nicht mehr habe. Ja, Mensch. Klingt nach einer typischen YouTuber-Story. Der Tag, an dem ich behindert war. Einfach nur dieses Derp-Face quer über mein Gesicht. Das ist so cheap Gameplay gerade, aber das ist mir gerade so scheißegal. Hadouken, Hadouken, Hadouken. Nein! The fuck? Baby entdeckt neue Geräusche. Entschuldigung! Dieser Moment, wo man aus Versehen noch in der Luft ist, hoch B drückt und dann mit dem Slash einfach in den Abgrund fällt, einfach. Ja, gut, war schön, nicht getroffen. The End. Star Wars Credits. Wie wäre es mit Ori für Smash? Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Nein. Weil das gehört zu Dings. Alter, ich zeige euch gleich mal Undying Light hier, Mann. Wo kriege ich den noch? Oh, das könnte knapp. Bin nee, ich krieg ein kleines Flauschebällchen und zerklopp euch. Ich call das jetzt schon, ich krieg den nicht mehr. Au, au, au! Hä? Ach, fuck, ja. Ich bin falsch geflogen. Du hast einen Stern verfehlt. Lol, da steht ein Mikro, der heißt John Shepard. Shepard. Ich bin gerade echt dazu geneigt, anzuflüstern. You wanna know something about the Reapers? We bang, okay? Hey, also, kommt zu dem Zettel. We bang, okay? Hallo, ihr lieben Geister. Auron! Hallo! Mein Lieblings-Auron! Auron, du sicker Typ, Mann! Was? Hä? Ich hab gestern... Storytime! Oh, cool. Also, ich brauche jetzt die nächsten 5 Stunden nicht mehr reden. Nein, so lange ist die Story jetzt nicht! Pass auf, also gestern war ja bei uns... Und 30 ich bin mal kurz aufs Klo! So, lass dir jetzt erzählen, Schnauze! Pass auf, gestern war ja bei uns einfach ganz normal hier mit der Sonnenwende und alles, wir waren gerade am Vorbereiten ganz und plötzlich kommt mein Vater halt so zu mir und meint so, yo, Vivi, da ist Post für dich. Und ich so, hä? So, warum? So, weil ich wusste aus zuverlässiger Quelle, dass ich eventuell ein Paket von Shadow bekomme. Das wusste ich. So, und das kam ja auch den Tag davor an und alles war tutti frutti. So, und dann, pass auf, dann passiert folgendes, dann krieg ich plötzlich einen Brief und da steht dann plötzlich der Name von Auron drauf. Also, so, naja, sein richtiger Name. Er heißt ja nicht wirklich Auron, aber egal. So, was? Was? Ich stell mir einfach so die Situation vor. Na, so, nee, aber ich bin derjenige, der Geschenke verteilt. Ich sollte keine Geschenke kriegen. Warum kriege ich ein Geschenk? Ah! Ja, es war wirklich so, weil ich normalerweise nie was erwarte. Kritischer Treffer. Ja, so. Und na egal. So, jedenfalls, es war wirklich nur ein Witz. Es war einfach nur ein Briefumschlag. Und da war halt so ein Knubbel drin, keine Ahnung. So, so ein dann Knubbel. Dachte ich. So, nein, kein Gnome, ein Knubbel. So. Und dann dachte ich so, yo. Ja, so, also das, man hat gemerkt, da ist mehr als nur ein Brief drin. Das ist eine Brieftaube. So, dann öffne ich den Brief. Dann öffne ich den Brief und da ist einfach nur ein kleiner Zettel drin. Wo drauf steht fröhliche Weihnachten, Vivi. Und ich so, okay. So, und dann in der Mitte war einfach ein winzig kleines Knödelchen aus Luftpolsterfolie und da drin war was eingewickelt. Und ich so, hä, was ist das denn? So, und dann mache ich das Ding auf und dachte mir erst so, das erste habe ich erkannt, das ist ein Edelstein, das zweite irgendwie auch und ich wusste bloß halt nicht welche. So, und ich so, okay, oh krass, dann hat er mir wahrscheinlich welche von seinen Steinen geschickt, das ist ja toll. So, dann mache ich das Ding auf. So, das erste, ich habe immer noch keine Ahnung, was das für ein Stein ist. Nee. So, der andere nicht. So. Aber auf jeden Fall, der erste Stein, das war beides Anhänger. Der eine hat oben so eine Schlaufe halt als Anhänger gehabt. Und der andere Stein, der war in so geschliffenes Holz eingelassen, wo dann halt durch das Holz so ein Loch gebohrt wurde, damit man da halt was durchfädeln kann. So, der erste Stein. Der an diesem Anhänger, der ist so bräunlich, sag ich mal. Aber wenn man den so leicht kippelt, dann glitzert er manchmal blau. Und der hat, glaube ich, Goldeinschlüsse. Ich bin nicht immer ganz sicher, wie der hieß, aber wir hatten drüber geredet. Könnte es versteinertes Holz sein? Hatten wir nicht drüber geredet. Hä, nicht? Meintest du nicht, war das nicht der, über den wir geredet hatten?
Aura, erklär mir mal, was das für einer ist, bitte. Also das kleine Blaue, was da drin schimmert? Also, da war ja zwei. Okay. Einmal das Ding mit das der Holz. Eine? Das eine braune? Ja, genau. Ist ein besonderes Vulkangestein, in dem quasi verschiedene Einflüsse drin sind. Und das Blaue, was da rausschimmert, sind Opale. Und das Goldene ist halt, sind halt verschiedene Eisenarten und sowas. Das ist halt ist quasi ein Teil von einer Opalader. Und das, was ich da in das Holz eingelassen habe, ist ein Opal. Ja, und dann bin ich komplett ausgerastet. Also erstmal zu dem Part mit diesem Vulkan-Dings. Fucking sick. So, also das ist mega krass. Ich habe mir das Ding so angeguckt und ich so, oh mein Gott, was bist du? Du bist voll eine krasse Welt. Du bist am Glitzern, was ist das? Und weißt du nicht was? So, und dann habe ich das andere Ding gesehen und ich habe immer davon die Rückseite gesehen. Und ich so, hä, was ist das denn für ein Stein? Es fühlt sich an wie Holz. So, und dann drehe ich das Ding um, sehe den Stein und bekomme erstmal übelste Schnappatmung. Denn meine Schwester steht neben mir. Bibi, was ist los? So, und dann kommt meine Mutter, ist alles okay? Und mein Vater kommt an, hä, was ist denn jetzt? Und ich so, Leute, guckt euch das an. So, und dann so, ist das ein Glasstein? Ich so, nee. Und dann einfach so, und ich so, oh mein fucking Gott, das ist ein echter Opal. Und ich so, ist sie behindert? So, keine Ahnung. Ein echter Opal. Und ich trage den auch momentan. Ich habe den instant an ein Band gepackt und hab ihn equipped. Ja! Ohne Scheiß! Ich wünsche mir seit Jahren, seit über 10 Jahren, einen echten Opal. Und auch und so. Och ja, hab ich gerade mal da. So, ihr habt doch mal was vorbereitet. Deswegen bin ich komplett ausgerastet einfach. Das ist voll geil. Ohne Scheiß, mega, danke, Mann. Das ist, Alter. Das ist so cool. Das ist ey. Okay, jetzt bin ich das fertig. Das ist ey. Ja, mein Vokabular geht gerade schon wieder den Bach runter. Ist einfach vorbei gerade. Ich hoffe nur, dass in den nächsten paar Wochen das Holz nicht mehr so übel riecht. Achso, ist immer noch von seinen Experimenten das Holz, oder was? Ja. Ah, wunderbar. Also, nach Gruft. Das war das Holz, was nach Gruft gerochen hat. Ja, genau. Nach Leiche. Also, um dich zu beruhigen, das Holz riecht aktuell wirklich nach gar nichts. Ja, das ist gut. Boah, wenn man das bearbeitet, das riecht nach Gruft. Nach Tod und Gruft. Hast du das wirklich selber geschliffen? Ja, ich habe auch den Opal selbst geschliffen. Alter, bist du Alter, er hat seinen Goldschmied einfach auf 900. Aura ist einfach Goldschmied fürs Leben, Alter. Was ist geil? Das Ding ist halt, ich habe Benitez zusammen bei der Ausbildung gemacht. Ich weiß, dass der Dude das kann. Die kommen beide aus Australien. Also sind australische Opale. Ja, God save the Queen! Ja, aber wow! Was? Australische, ne? Nicht englische, australische. Nicht Queen. Nicht Queen. Das Kängurus. Es ist ein australisches Ding, dass die da mal rumschreien, God save the Queen. Alter, Spyro wird so unkontrollierbar, wenn du zu viel von diesen Sternen einsammelst. Das ist unglaublich. Aber wo zum Geier hast du die hin? Opale sind fucking teuer. Was ist... Like the fuck. Ich hab mich mal erkundigt. Nani, the fuck. Oh, danke. Boy. Und die Opale. Grundsätzlich, ich hätte mich vorher schon erkundigt. Jetzt nicht nur wegen der Kette, sondern auch schon vorher. Okale, ja. Pokale. Pokale. Sind einfach fucking teuer. Und ich denke mir so, what the fuck, hast du Schwarzmarkt oder was ist passiert? Ich weiß es nicht. Aber ich holy bin der shit. Schwarzmarkt. Stille. Krass. Ich brauch ein bisschen Morphium. Nee, lass lieber nicht. Nee, ohne Witz, ey, wow. Ich war voll fertig, Mann. Ich bin voll fertig. Ist das Wort fertig? Also für fertig bist du sehr overhyped. Ja, ich bin fertig von Hype. Ah, du musst zwischendrin mal atmen. Nee, ohne Witz, der ist so schön und wenn du den so wiegst, dann glitzert der volle Kanüle. Der ist voll schön.
Ich nehme den jetzt nicht mehr ab. Die muss man mir entreißen. Man muss mich erst töten, damit ich den abnehme. Hm. Der Opal ist auch nicht festgeklebt. Er ist wirklich einfach nur da rein gelassen ins Holz. Ja, aber dafür ist bitte gehen Sie rein, auch und hältst du die Tür auf. Wo kommen nur diese Schafe? Aber dafür hätte er eigentlich. Der wird aber auch nicht rausfallen. Hat sich eins ein Ei geschnappt und ist abgehauen. Würde mich auch wundern. Es ist super schnell. Vivi, vergeben an ein Opal. Yes. Ich glaube, ich kann mithalten, solange ich es durch die Augen. Nein, ist das Ding ist einfach. Pass auf. Nur, falls jetzt irgendwelche Leute denken sollten, boah, Vivi ist so käuflich, dann gibst du ihr ein bisschen Schmuck und alles ist tutti-futti. Es geht nicht um den Schmuck an sich. Es geht einfach darum, weil Opale an sich eine sehr große emotionale Bedeutung für mich haben. So, und das ist, und dann kommt sie so und meint so, ja Mensch, ich hast Opal. Und ich denk mir so, boah, ja. Meinst du wegen Opal oder wie? Opal. Nein! Nein! Mein gesamte. Nein, es ist einfach nur so, dass mein Charakter, mein alter Ego trägt ja die ganze Zeit so ein Opal. Und diese gesamte Story dahinter. Und diese gesamte Story dahinter und diese gesamte Bedeutung auch ist sowas von, also mir persönlich mega wichtig. Und dann kommt er so und denkt sich so, ja, hier. Hallo! Hab mein Goldschmied gerade auf 70 gebracht. Und noch weiter voraus. Das alles. Und noch viel mehr. Ach, Mann, du weißt, dass du nur dein Goldschmied auf 70 bringen kannst. Ja, und? Warum ist deine 99? Fuck the rules. Ist ein Anzeigefehler. Schulterzucken. Auch an so Hexassistent. Ich find's auch schön, dass hier gerade. Wie soll man da reagieren, wenn das direkt vor dir ist? Das ist eine retardete Scheiße, ey. Ich glaube, an der einen Stelle, wo er keine Ringe macht, sollst du, glaube ich, eine etwas größere Kurve fliegen, damit du mehr Abstand zu dem Ding kriegst. Das Problem ist, das Ding hat feste Geschwindigkeit. Die Steuerung ist sehr fucked. Aber freut mich ja, dass es dir gefallen hat. Yes. Und der hält ja an. Da noch größere Kurven kann ich nicht. Nach dem achten Ring macht er erstmal lange keinen Ring. Da kannst du irgendwie eine größere Kurve fahren. Er macht dann den einen Ring. Der eine Ring, um sie zu knechten. Jetzt kommt mir das Geschenk. Und trotzdem, ich kann so die Kurve nicht fahren. Meine Fresse. Ich kann keine engere Kurve nehmen. Das sag ich doch, kriegst die Kurve nicht. Ja. The fuck? Ein Paket habe ich auch schon hier, Vivi. Ah, sehr gut, es ist angekommen. Da wusste ich jetzt nicht, ob es schon angekommen ist. Ach, Vivi hat es an die richtige Adresse geschickt. Na, ist ja schön. Ja, nee, weil. Pass auf, folgendes Ding. Ich hatte die gesamten Sachen noch nicht fertig. Ich musste einiges noch einpacken. So, und dann, als ich dann nämlich bei mir noch von. Ich glaube, von Keks hatte mir die nochmal gefehlt und von Andy, glaube ich. So, und dann hatte ich die erstmal gefragt. Nach dem Motto, was deren Adressen sind. Und dann habe ich nochmal auf die Liste geguckt und dann ist mir so nach einer Weile die Idee gekommen, oh wait, Auron ist doch zwischendurch drin umgezogen. Ist das immer noch die richtige? Und deswegen habe ich dich gleich danach hier angeschrieben, ob du das schon losgeschickt hättest, weil ich die Hoffnung hatte, ich könnte es noch aufhalten. But you was too late. Nein, Shadow, tu's nicht! Ja, und jetzt ist Aurons Geschenk bei seiner alten Adresse. Oh. Ja. Aber wenn doch der falsche Name da ist. Das interessiert die Post doch nicht. Das also, kommt trotzdem an. Ich sag mal immer wieder so, also, ihr habt immer so viel Optimismus in die Post, also. Ja, weil. Ich weiß immer nicht, wo ihr die her habt. Nee, um Weihnachten rum sowieso nicht. Also, ich hab jetzt alles, was ich bestellt habe, habe ich vor der Haustür gefunden, im Regen, in der Postfiliale. Hast du nicht gesehen, aber nicht einmal wurde geklingelt oder irgendwie eine Nachricht hinterlassen. Dann habt ihr einfach nur Dickheads bei euch in der Gegend. Also ich krieg auch keine Nachrichten, wenn das bei meinen Nachbarn abgegeben wird. Aber weil das hier immer ein sehr nettes Haus ist, sind immer die Sachen genau vor meiner Haustüre platziert. Ich muss also nur die Haustüre aufmachen und die Pakete fallen quasi rein. Ja, aber du hast nicht zufällig noch Kontakt zu deiner alten Wohnung, oder? Doch. Hm? Doch. Also hast du es. Deswegen sage ich ja. Also hast du es. Das kommt bestimmt noch an.
dann bekomme ich irgendwann vielleicht eine Nachricht, ja, hey, hier ist ein Paket angekommen. Auron, ich habe es diese Woche Montag losgeschickt. Ja, das dauert manchmal. Nein, tut es nicht. Alles andere ist mittlerweile in Bayern und sonst wo im Ausland. Jeder hat sein Paket bekommen, nur du nicht. Selbst Hohl hat seins bekommen. Hi. Mir fehlen immer noch ein paar Sachen, die ich bestellt habe, Sadface. Also hattest du meine Sachen noch nicht losgeschickt, Vivi? Nee, pass auf, das Problem ist... Das Problem ist, ich habe wirklich selbst vor Dezember noch angefangen, ich glaube, eure Sachen habe ich so Anfang Dezember bestellt. So, und das Problem ist, deins, das von Alex und das von Nana ist bisher noch nicht angekommen. Also gar nicht, das Geschenk an sich. So, und das und dann muss es halt erst ankommen, damit ich es einpacken kann, damit ich es dann ins Paket packen kann, um es dann loszuschicken. Deswegen, ja gut, es tut mir so leid. Ich finde das so scheiße. Ist ja nicht schlimm. Zumal, wenn du es versuchen würdest, heute oder morgen loszuschicken, beziehungsweise morgen geht ja nicht versuchen. Ja, also, jetzt ist es auch schon zu spät. Es kommt sowieso nicht mehr an Weihnachten an. Das ist aber auch nicht schlimm, weil meine Mutter und ich haben dieses Jahr sowieso gesagt, wir schenken niemandem was und wir lassen uns auch nicht beschenken. Wir machen uns einfach nur lecker essen und gut ist. Ist auch nicht schlimm. Ich meine, ich muss eins sagen, wo mein Vater bekommt, da bin ich ja schon echt neidisch. Also da bin ich schon fast überlegt, es zu behalten und ihm nicht zu schenken. Der kriegt nämlich hier, ne? Der kriegt was richtig Gutes. Der kriegt ein Mini-SNES. Oh, nice. Ja, ich habe mir gedacht, wir haben damals immer zusammen Super Nintendo gespielt. Deswegen, man musste doch das so machen, oder? Bin ich jetzt komplett dämlich? Ich glaube, mein Nachbar von oben, der kocht gerade hier. Der backt gerade Kekse. Weil ich höre einen Handmixer extrem eine Schüssel malträtieren. Deswegen ist Keks nicht da. Ja, die wird gerade neu gebacken. Mich hat sich aber auch eine echt recycelbare Verlobte ausgesucht. Kann man einfach ja neu backen. Boah. Milch und Kekse. Passt immer noch gut. Ich brauch mal eine zweite Keks. Eine Keks alleine schafft alles nicht. Wir backen uns einfach mal eine zweite. Wenn dann die neu gebackene versucht, den Platz von der alten einzunehmen, dann wird es einfach auch gegessen. Oh, ich hab endlich Cure 2. Mein Leben riecht nach Zimt und Schokolade. Na und, ich benutze halt ein Shampoo. Oh, ohne Scheiß. Ich war ja heute Morgen nochmal bei der Post, ne? Weil mal wieder nicht geklingelt wurde oder sonst was gesagt wurde. Also musste ich den Scheiß schon wieder von der Post abholen. Ergo, ich mach dem Typen noch mehr Arbeit, als er ohnehin schon hat. Also es ist einfach ein Teufelskreis, diese Idee. Ja, du kannst froh sein, dass du wenigstens das so hast, dass du die Sachen von der Post dann abholen kannst. Bei mir ist es dann einfach so, ja, du warst nicht da, ich versuch dann nochmal in 2 Tagen. Ja, nur, okay, ich habe folgendes Problem damit. Ich bestelle Sachen, damit ich ausgerechnet nicht aus dem Haus muss. Ergo, wenn ich trotzdem aus dem Haus muss, kann ich auch gleich aus dem Haus gehen und es mir direkt holen. Und muss nicht da hinterher rennen. Ja, stimmt. Also, ne... By the way, ja, ihr seht richtig, das ist ein Triceratops an der Minigun. Also, ja. So funktioniert das hier. Mich ärgert es nur einfach, dass die Sachen einfach noch nicht da sind. Weil besonders auch die Sachen für Andy und Alex, ich finde dieses Mal, es ist so sicker Shit. So, ich denke mir so, Alter, das sind voll die coolen Geschenke, warum sind die noch nicht da? Ihr müsst mir doch nichts schenken. Ach schön, also der Rest von uns kriegt weniger sicken Shit. Ich bin einfach nur glücklich, Urlaub zu haben. Hä, das hab ich gar nicht, das hab ich nicht mal ansatzweise gesagt. Aber gemeint. Nein! Shell, du bist gemein. Shell, du bist gemein. Ihre Worte im Motto. Ich habe dafür gesorgt, dass wirklich jeder
wirklich jeder Sachen bekommt, wo er sich denkt, boah, das ist geil, das brauche ich jetzt gerade, oder boah, geil, das ist geil. Jeder. Du hast eine Freundin komprimiert? Lottozettel? Nein. Wow, Vivi, vielen Dank für diese Mitgliedschaft bei Windra. Danke. The fuck? Das ist das beste Geschenk, was ich mir jemals hätte vorstellen können. Da ich so viele Dateien aus dem Internet runterlade für meine 3D-Models, ist das ein echt ne, ganz tolles Geschenk und so. Nein! Das, wirklich, die Sachen, die ihr kriegt, die sind richtig hart sick. Jeder von euch hat so. Oh Mann, Alex! Vivi, ich möchte aber nicht krank werden. Ich meine, okay, also in meinem Fall. Ich schenke uns mal gar nichts mehr! Vivi hat sich also irgendwie ein menschliches, weibliches Wesen genommen, ist irgendwie in ein so großes Paket geschrumpft. Und das lebt jetzt seit Tagen bei mir. Also, ne? Das ist ehrlich gesagt nicht, aber es ist trotzdem etwas, wo gemeint hattest, dass du das magst. In Majora's Mask hat die Box am Anfang noch gewackelt. Nee. Kam da Hilfeschreie raus. Nee, auch nicht. Also im Zweifelsfall Dann hat sie entweder gutes hier, Auron Helfe. Wie heißt das, womit man Leute betäubt mit dem Handtuch? Chloroform. Dankeschön. Klo. Vivi hat dicke Chloroform benutzt oder der Knebel ist echt gut. Oder es geht noch damit beauftragt, eine Fatima zu besorgen. Eine was? Frag nicht. Eine Aufschlagspuppe. Ah. Vivi hat da eigentlich irgendwie Kekse oder sowas gebacken? Yes. Weil dieses Paket, das riecht so extrem nach Lebkuchen. Das Fun Fact, da ist nicht mal Lebkuchen drin. Nein, aber das ganze Paket, das ist noch zu und das riecht einfach weg. Ja, und Aaron erstmal so komplett verwirrt, warum riecht das wie eine Bäckerei? Also ich hab noch nicht an meinem Paket gerochen. Ich hab schon überlegt, ob das Karton ist oder ob es Lebkuchen ist. Ich glaube, das würde sie auch nicht mögen, wenn du daran riechen würdest. Naja, das Ding ist einfach, bei Auron, ich glaube, da würde es sogar recht viel Sinn machen, wenn das dann halt so doll riecht. Ach, so entkommen meine Gefangenen also immer. Hier, weil nämlich, ich weiß nicht, ob das die Kekse sind, aber... ich will jetzt nicht weiter das spoilern. Ich habe noch nie Living in a haunted mansion. Running in the 20s. Übrigens, Neptune von deiner Sache vorhin. Ja, es gibt Leute, die zahlen für Windra. Es gibt auch Leute, die donaten für Wikipedia. Ja. Halten sich dann auch für Gott. Es gibt Leute, die donaten auch für Adblocker. Die halten sich dann für Krösus. Gab's ja den Mies, war ein schönes Bild. Ich will die 1%, was? Find's auch schön. What the f... Vivi hat einfach an alle Lavalampen geschickt. Nein. Ja, aber das kann's bei mir aber nicht sein, weil meins ist dafür nicht schwer genug. Ja, meins auch. Aber das Ding ist, ich habe... Da bestimmt rein. Das Ding ist, wenn ich Geschenke zu Weihnachten mache, dann gehe ich immer davon aus, dass ich hundertprozentig Sachen auswähle, die derjenige braucht, die er erwähnt hat, dass er sie gerne hätte, oder von dem ich bereits weiß, dass er sie mag. Der Million Dollar? Mensch, danke, Vivi! Also, wow. Aber Vivi, ich mag Lavalampen. Oh mein Gott! Der Kopf meines Ex-Chefs aufs Toast? Es ist keine Lavalampe, aber es ist trotzdem was, was... Kann man das einschmelzen? Es ist Lava. Nein. Es ist Lava! The present is Lava! Lava. Jetzt kann ich endlich den Boden des Lava spielen! Auch vielleicht ist... Wahrheit oder Vulkan! Vielleicht ist das eine von diesen Minerallampen, die ich da irgendwann mal in das Atelier reingeschmissen habe. Ah, nein. Die... Ja, Alter! Mann! Wieso müssen wir denn auch hier schon wieder Missionen recyceln, ey?
Manchetto. Was willst du? Geht gut. Geht, ja, halt die ich Fresse. Ich hasse Spiegelsteuerung. Do you even eat? Eat is neat on the shot, auf dem Jod. Alles im Lot auf dem Brot. Vivi? Hä? Weißt du, dass du, wenn du einen Kampf anfängst und dann in dein, deine Teameinstellung oder so, wie das heißt, gehst, mit Y dir vorgeschlagene Spirits geben lassen kannst? Ja, weiß ich. Spirit-Digitation. Okay. Jo, wenn, okay! Wenn du einen hast, der Spiegelsteuerung aufhalten kann, dann wird er dir automatisch dann immer gegeben. Oh, leider ist es nicht der Fall. Oh, das war eine Menge. Ja, das ist Lipstick ein bisschen, ne? Na, 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 ich got a Lipstick for here. Oh, danke, Vivi. Eine Schale Lava und eine Lampe. Do you think it over done a bit? Ich hätte es auch Lavakuchen gemacht. Ja, diese Lava-Kekse aus Bad Lavastadt, weißt du? Pokémon-Reference. Oh Gott, das habe ich ja vollkommen vergessen, dass es existierte. Irgendwie habe ich mir nie diese Lava-Kekse geholt, weil ich mir dachte, wow. Es was war hat mich denn? Mehr nicht. Das war teurer als Heiler, sag ich mal so. Eieieiei. Also, das Shadow, da bist du ganz klar gegen deine Dynamitbox gefolgt. Halt doch dein Maul! Alter! Schade, das ist falsch Pokémon. Warum wollen die Leute über dich in meinem Maul heute? Fucking! Nein, Eddie, red weiter. Ich mag du das könntest es ja verlieren aus Versehen. Fucking Smuglord! Mann, Shadow, du bist. Hey, Stinky! Nee, Stinky! Oh, Eddie, das muss ich dir erzählen. Ich war gestern noch in der Früh einkaufen, damit ich diesen größten Ansturm überlebe irgendwie. Da war halt so eine ältere Frau, die wollte sich halt so ein gefrorene Pute oder sowas hat sie sich geholt. Oh ja, die Kant. Oh ja, pass auf. Und sie hat sich halt so Meere rausgeholt, weil sie gucken wollte, was so irgendwie das Schwerste ist. Da hat sie jetzt gefunden, legt das oben drauf, dreht sich nach links, weil sie einfach nur die Friertruhe wieder schließen wollte, kam von rechts eine andere Lady angedonnert und hat den Truthahn, diese Putze genommen, ist damit abgehauen. Wie gut. Und sie nur so, wer hat meine Uhr geklaut? Geklaut ist es nicht, du hast es noch nicht bezahlt, also war es noch nicht dein Eigentum. Als das mal 8 Uhr morgens, ich guck dahin, ich bin zu müde für die Scheiße. Aber wie? Um die Ecke so. Joink. Oder du hast so indirekt so Ghost Speed Racer gehört von der alten. Ich soll hier irgendwo einen dann über Bande töten. Das war so geil. Ich lache immer noch. Indirekt tut mir die alte leid, aber ich muss eigentlich mehr lachen. Mir tun alte Leute seit langem nicht mehr leid. Nee, die haben's verdient. Da gibt Ausnahmen. Es gibt natürlich gibt es Ausnahmen, aber größtenteils sind sie Arschlöcher. Die alten Omis im Einzelhandel sind meistens mal Kacke. Die können nichts dafür, die mussten ihr ganzes Leben in den Säureminen verbringen. In den Säureminen? Ich hab wieder auf Facebook geguckt. Wenn sie da so sich die beste Pute halt da rausholen will, ne? Ist das nicht so gemacht, dass diese Dinger eh nach Gewicht halt abgepackt sind? In der Regel schon. Dass die entweder alle fast alle gleich also einheitlich oder, so ein bisschen. Oder dass sie wirklich halt so viel kosten, wie halt auch drin ist. Ja. Na, es kommt drauf an, also. Eins von beiden stimmt auf jeden Fall immer. Ja, es gibt aber auch wirklich. Sag ich mal, Punkte, wo es dann einfach sein kann, dass es nach Gewicht gerechnet wird. Also das hatte ich auch schon mal bei mir dann. Bei Speck ist das auch immer so. Ja, steht auch immer. Und dann musst du auch überlegen, wie viele haben davor schon drin umgewühlt. Weißt du, was ich gerade denken muss? Kennt ihr noch die eine Mr. Bean-Folge? Wo es darum geht, dass man so ein Hähnchen gewinnen kann, wenn man das Gewicht erraten kann. Ich glaube ja. Und er hat dann dieses Truthahn genommen, hat sich damit aufs Gewicht gestellt und hat so den Kopf ausgerechnet, wie schwer das Hühnchen ist. Und dann gibt das so auf den Zettel an, wie schwer ist das Hühnchen und gibt auf 0,000 genau an, wie schwer das Ding ist. Mr. Bean ist aber auch gemein, das ist ein Alien. Der kann ja eben, das Schummeln ist das.
Aber gut, der macht doch seine Spaghetti in der Badewanne, also. Ja. Er macht alles wirklich, unter anderem, wenn er mit der Krippe spielt, unterm Tannenbaum so einen öffentlichen Laden, dann komm ich mich auch nicht mehr eingekriegt, wo einfach so ein Tyrannosaurus Rex um die Ecke kam, wir haben ein Jesuskind. Ich frage mich halt immer noch, wie der Typ an eine Beziehung gekommen ist, so wie der sich benimmt. Naja, er hat eine genauso komische Frau gefunden, die ihn genauso... Naja, eigentlich, im Grunde genommen... War das nicht voll die materielle Schlampe? Die ist auf jeden Fall auch nicht glücklich mit ihm. Nee, aber er hat Geld, also. Woher? Geld? Fragt man sich auch nicht. Arbeitet der Typ? Ich meine, ist Mr. Bean Harzer? Im Grunde genommen ist Mr. Bean eigentlich nur ein außerirdischer Londoner Peter Lustig, oder nicht? Nee, haben wir jemals gesagt bekommen, was der Typ vom Beruf macht? Weil der Typ hat ja, offenbar hat er Geld, also... War das nicht so, dass er in Mr. Bean-Filmen als Museumsarbeiter gejobbt hat? Nee. Ich Mr. Bean. Ich habe keine Ahnung, wieso die Bailey-Bande so hinter diesem Ei her ist. Rowan Atkinson ist toll, davon mal abgesehen. Ja, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Aber was, als was aber hat der Typ da gearbeitet? Ein Schauspieler! Natürlich! Ich weiter, Mr. Bean hat tatsächlich mal Danke, gearbeitet. Captain Obvious! Alter! Natürlich hat er fucking... Mann! Ich rede von dem Charakter! Ah, Hilfe! His current employment status is not clear, but most likely he looks to be living in the welfare retirement schemes of UK. Prior to this profession had involved being a security staff at the National Gallery in London. Sag ich doch. Ja, also er ist schon im Ruhestand. That explains everything. Weil im Mr. Bean-Film ist er ja von diesem komischen Gemälde eingepennt, hat's dann irgendwie noch vollgeschnoddert etc. Da war ja irgendwie so Wachmann. Unglaublich, dass der mal Wachmann gewesen sein soll. Weißt du noch, wo er gedachte, der Mittelfinger sei eine Begrüßung? Und fährt dann durch ganz Amerika und zeigt jeden den Mittelfinger mit glücklichem Gesichtsausdruck. Drei hat Rick and Morty das. Oh Leute, ich hab gerade Legendary Guys besiegt, ohne es zu merken. Oh. Da gab's eine Rick and Morty-Szene drüber. Ja, in Rick and Morty gibt's doch irgendwie, dass Rick in seiner Autobatterie ein Miniverse oder Tiny Microverse. Verse. Microverse, Miniverse, Tinyverse geschaffen hat. Und halt, da hat er dann halt so den Leuten gesagt, dass der Mittelfinger eine Begrüßung heißt Peace Among Worlds. Also Friede zwischen den Welten. Also geht er da quasi raus und gibt erstmal jedem den Mittelfinger. Das Lustige ist, genau diese Zivilisation hat genau dasselbe entdeckt wie er, nämlich auch ein Miniverse zur Stromerzeugung. Und der Alien zeigt dann allen wirklich das Peace-Zeichen und denkt dann halt, er würde jedem einen Mittelfinger zeigen. Und der aus dem Miniverse, da schießt sich denn, als er rauskriegt, dass seine Existenz quasi nur der Grund einer anderen Existenz ist, die auch nur der Grund einer anderen Existenz ist. Die eine Autobatterie bepowert. Die eine einfache Autobatterie ist, yes. Ist irgendwo sad, wenn man mal drüber nachdenkt, ey. Generell, die ganzen Storys sind super sad. Ach, warum? Oh, ich mochte immer noch am liebsten interdimensionales Kabel. Ich weiß nicht. Ich mochte wirklich eher die Sachen, die wirklich eine etwas tiefere Story haben, so mit diesem bösen Morty oder solche Geschichten. Ja, es war schon witzig, aber ich fand es einfach mal schön, dass sie mit Sachen wie interdimensionalen Kabel einfach mal komplett durchdrehen, weißt du? Ja, richtig Brain AFK einfach alles Mögliche an Skits reinbringen können, ja. Die so in der normalen Serie kein Platz haben. Einmal komplett Bananas. Verstehe ich schon. So, und jetzt kommt irgendwann interdimensionales Kabel 3 und in der Folge machen sie dann hier, ich weiß nicht mehr aus welchem anderen Film das war, aber wo sie dann durch die Programme durchgehen, um dann irgendwas zu erleben oder so. Und dann gehen sie halt wirklich in die Werbespots oder so rein. It's Ollie! Danke für die Spoiler-Moment, was?
Jetzt Rick and Morty Spoiler oder was? Wenn du Rick and Morty immer noch nicht geguckt hast, sorry, aber Jesus. Alter, die Serie ist jetzt über ein Jahr draußen, also. Ist schon ein bisschen her. Mandy? Ja? Zeig dir mal was. Das ist die originale Szene eigentlich. Zeig dir mal. Der Weißt du, das ist, als ob du mittlerweile sagst, boah, Snape tötet Dumbledore, weißt du? Achtung, ist ein bisschen was? Laut. Ach, jetzt hast du mir alles versaut, Alter, danke. Andy Harris stirbt in Final Fantasy VII. Das wird bestimmt auch im Remake, wenn es eines Tages rauskommt. Was? Was? Hast du die gerade Alice genannt? Harris. Ach so, ich hab Alice verstanden. Das heißt Aeris. Das heißt Anus. Das heißt Aeris. Alex, ja, es gibt keine offizielle Aussprache. Das ist das Schlimme und jeder sagt dann, das ist legitim. Das heißt Thanos-Toy. Selbst die Entwickler haben gesagt, ja, da es ein textbasiertes Adventure war und noch keine Stimmausgabe ist, da es noch keine Stimmausgabe gab, es gibt keine offizielle Aussprache dieses Namens. Du kannst es Aerith, du kannst es Aeris, du kannst es Aris, wie du willst sagen. Aristokraten. Man kann auch einfach nur sagen, Dida. Dida. Dida, aber Dida, das kannst du immer noch. Also, aber die Sache ist, man muss erwarten, je länger eine Serie draußen ist, desto mehr Spoiler wird man darüber hören. Ja. Weil irgendwann denkt sich jeder so, ich jetzt zum Beispiel auch, wenn man das gucken wollte, dann hat man es mittlerweile geguckt. Ja. Menschen sterben. Boah, scheiße, John Wicks Hund hat mir erzählt, dass Darth Vader Lukes Vater ist. Alter, ich wusste doch, dass mit diesem Hund was nicht stimmt. Gut, Moment, dass sie ihn erschossen haben. Hast du mir gerade den Plot von Star Wars gespoilert? Wo ist meine Todesliste? Boah, scheiße. Boah, hol, wusstest du, dass Titanic am Ende untergeht? Willst du tatsächlich, dass ich wieder diese eine Geschichte aus meiner Schulzeit auspacke, wo wir tatsächlich an der Kasse standen und ein paar blöde Kühe, die zwei Klassen über uns waren, nicht wussten, was da passiert? Da verlierst du echt den Glauben an die Menschheit, wenn Leute, wo ein paar Stufen über dir sind, nicht wissen, dass der Kahn am Ende absäuft. Oh Wunder, am Ende fährt er um den Ding rundherum rum, ne? Sekunde mal. Das letzte Einhorn, nämlich zwei Köpfe. Ja, okay. Ich hab gerade vor den Run. Ich komme hier gerade sehr gut übers Brett rüber. Slide. Undying Light. Ich hoffe, ich finde ganz schnell den Mii-Kämpfer. Ich habe den noch nie gespielt. Ich habe zwar wieder einen Charakter gemacht, aber ich habe den nie gespielt. Ohne ja, Kack. Alex. Das ist so geil, dass du mit den. Also, du kannst ja mit den Mii dein eigenes Moveset erstellen. Also, so von den Fähigkeiten her, was du haben möchtest. Und ich habe mir einen gemacht und ich. Ah, die Steuerung. Oh, ich liebe sie. Dieser Charakter, ich. Keine Ahnung. Ich liebe es einfach. Ich kann mit denen so gut um. Grundsätzlich, wie heißt der im Englischen? Brawler? Fighter? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Faustkämpfer Mii ist der Beste. Oh Gott, dammit. Halt deine Mittelfinger hoch, das habe ich dir beigebracht, dass es unser Peace-Symbol ist. Hm? Ich gucke mir gerade das Video, was du mir geschickt hast. Hm. Gemeinheit. I'm dying light. In meinen eigenen Dojo. Dodo. Ich finde die Dojos so unnütz. Leider.
Da ist kein Gutes dabei. Ich hab's nicht ganz verstanden. Also ich weiß, du gibst quasi... Du gibst einem Primärgeist nochmal irgendwie einen extra Powerboost, aber dafür nimmst du ihm irgendwas weg, was halt das Dojo halt für einen Stil hat. Echt weird. Also zum Beispiel, du kriegst mehr Geschwindigkeit und Sprungkraft, aber dafür verlierst du Verteidigung und Angriffskraft. Ja. Die Sache ist, diese Stile sollen wohl Expeditionen beeinflussen, aber also, habe ich noch nichts von gemerkt. Na gut. Oh Gott, die Ice Climbers, ich habe voll vergessen, dass sie existieren. Und sie sind genauso nutzlos wie eh und je. Das Ding ist, ich kenne niemanden, der jemals wirklich intensiv Ice Climber gespielt hat als Charakter. Leider, also, dabei sah die immer so lustig aus. Machen Spaß. Also damals in Melee waren sie halt das OP-Dingen schlechthin, weil du einfach Chain grabben konntest. Ice Climbers! Du hast praktisch von 0 auf 80% mit den Ice Climbers gekriegt, ohne dass der Gegner was machen konnte. War schon nicht gut. Oh, ich hab Nana rausgehauen. Oh, wo machst du das mit deiner Schwester? Hä? Nee, das ist doch Nana. Nana hat doch immer die rosa Schicht. Naja, aber warum schlägst du deine Schwester? Oh, lol. Okay, gleich wieder da. Hi, ja. Kann ich da jetzt hin? Wenn ich da jetzt durchgehe, wo geht das? Quick. Quick. Shadow? Er ist gerade weg. Shit. Weil ich gerade überlegen bin, bevor Overwatch startet, möchte ich eigentlich noch vorher kurz was futtern. Ich hab noch Linsensuppe da. Pippo-Peng, Alter. Rums. Pinsir! Ich glaub, der ist wieder da. Hey, Dude. Meine Fresse. Alles gut? Ich hab gesagt, Alter. Ich hab zu tun. Nerv. Was war das denn? Er ist einfach weggerollt. Oh. Voll. Das war der dümmste Fall. Ich bin nass und muffig und Ganz besonders Geisterpunkte. Wieso kann ich da nicht hochgehen? Okay. Jetzt sag nicht, dafür brauche ich die Ice Climbers. Ice Climber. Nee, ohne Kack, der Weg ist hier voll vereist. Fuck. Nein. Vielleicht brauchst du auch nur einen Eisbrecher. Ich möchte gerne das, aber ich habe nicht genügend Geisterpunkte. Nicht genügend Geist.